So, gib mir meinen Schlangenring wieder. Eisenschloss könnte ich PvP machen. Ich könnte es wirklich bei Velstad probieren. Ich probiere es mal bei Velstad. Ob mich da einer beschwört, wenn ich oben an der Treppe. Stehe. Und hier mein Rufsymbol markiere. So, dann warten wir jetzt ein paar Minuten. Und gucken mal, ob mich einer beschwört. Mir fehlen ja nur noch 2 Sonnenlichtmedaillen, bis ich 10 habe. 30 brauche ich insgesamt. Oh ja, das unidentifizierte Ei, das könnten wir... Obwohl, das können wir in einem Abwasch machen. Ah, die Seele des uralten Drachen kann ich euch aber mal zeigen. Die Seele eines großen, uralten Drachen, der majestätisch in der Tiefe des Schreins steht. Dieses mächtige Wesen steht und wartet auf alle, die ihn aufsuchen. Ja, das ist irgendwie etwas merkwürdig, weil hier wird die Seele des Drachen beschrieben, den wir im Drachenschrein gefunden haben, der uns das Ascheherz gegeben hat. Wie ich bereits sagte, die beiden Drachen sehen sich auch ziemlich ähnlich. Was es mit dem Drachen noch auf sich hat, werden wir nachher sehen. Ich kann euch dann noch kurz das Heiligenkleid zeigen. Von den wunderwirkenden Klerikern getragenes Kleid gehörte Lysia aus Lindelt. Lysia widmete sich zwar den Wundern, doch kaum jemand lebt sein Leben vollkommen problemlos. Selbst Kleriker sind nicht immer, wer sie zu sein scheinen. Und ja, so wie es aussieht... Warten wir noch 2 Minuten. Dann gehen wir zum Leuchtfeuer zurück, weil so wie es aussieht, wird uns hier keiner beschwören. Ich möchte ungerne schon zum Thron des Verlangens gehen. Weil ich euch eigentlich die Endbosse noch vorenthalten möchte. Aber ich glaube kaum, dass wir beim Schmelzerdämon noch gerufen werden. Das können wir zwar auch noch ausprobieren, aber ich bezweifle es. Und ja, ich laufe jetzt hier ein bisschen in der Dunkelheit zickzack. Und warte darauf, ob mein Rufsymbol benutzt wird oder nicht. Dumm. Noch eine Minute warte ich und dann gehe ich wieder zurück zum Leuchtfeuer und port mich wieder ins Eisenschloss. Mal gucken, ob doch noch jemand Hilfe beim Schmelzerdämon braucht. Wie man gemerkt hat, der Schmelzerdämon ist nicht gerade einer der leichtesten Bosse. Aber nö, hier tut sich nichts, also gehen wir wieder. Hier über die Brücke zurück. Leuchtfeuer und dann Schmelzerdämon. Ja, wie gesagt, Eisenschloss wird noch immer als orange markiert, also könnten wir Glück haben. Es kommt sicher gleich, dass unser Rufsymbol verschwunden ist.
Jo. Wow. So, weg mit euch beiden. Rufsymbol platzieren und abwarten. Wenn nicht, wüsste ich echt nicht wohin. Was steht hier? Ich halte es nicht aus, Versteck hier. Weil auf der einen Seite hätte ich gern die beiden Medaillen noch. Auf der anderen Seite will ich noch nichts vorwegnehmen an Bossen, indem ich sie einfach Koop mache. Weil ich bin mir sicher, die Bosse bei am Thron des Verlangens, bei denen würde ich jetzt garantiert Koop finden. Oder könnte ich jetzt garantiert Koop finden? Hier bin ich mir jetzt leider nicht so sicher, ob hier noch einer mitmischen will. Wo ich später definitiv Koop finden kann, ist wahrscheinlich in den DLC-Gebieten, weil die, da sind, hier gibt es ja extra solche Schreine, die auf Koop ausgelegt sind. Schreine und Orte übrigens, die auf Koop ausgelegt sind. Dort könnte ich sicherlich gut und gerne meine 20 verbleibenden Münzen zusammentragen. Aber hier sieht es auch wieder schlecht aus. Ich habe halt schon zu viele Seen mit knapp 2 Millionen. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele Leute, die Hilfe beim Schmelzerdämon brauchen. Mehr. Das muss ich gerade nach Alternativen überlegen. Fallen aber gerade so keine ein. Weil die Geliebte des Herzogs werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Habe ich ja bereits erzählt. Das war in Original Dark Souls 2 ziemlich der Renner, da mit Asketenleuchtfeuern oder im New Game Plus einfach neue Leute zu beschwören und die blöde Riesenspinne zu farmen. Das hat aber wahrscheinlich auch mittlerweile richtig nachgelassen. Jetzt da ja auch Dark Souls 3 und so weiter draußen ist. Das mit den Eiden ist echt nicht so toll gelöst teilweise. Gerade die Designentscheidungen in Dark Souls 2 mit den mit dem Seelengedächtnis und allem ist nicht sehr toll gelöst, muss ich ehrlich sagen. Da macht es in 1 und 3 mehr Sinn, dass es nach dem Seelenlevel geht.
Weil hier zählen ja wirklich alle Seelen rein. Die, die man verloren hat, die, die man für Sachen ausgegeben hat und auch die, die man zum Ableveln benutzt hat. In 1 und 3 zählt nur das Seelenlevel. Also die Seelen, die man ins Aufleveln selber reingesteckt hat. So, was für Möglichkeiten hätte ich wirklich noch? Schrein von Amana. Na komm. Gehen wir zum Königstor. Weil ich glaube beim Spiegel... Ich könnte es nur beim Spiegelritter versuchen. Das stimmt allerdings. Mittleres Schloss von Dragon Lake. Ich weiß zwar nicht, ob am Königskorridor mich einer beschwört, aber das können wir noch schnell ausprobieren. Ja, ich könnte mich auch durch die Pferde durchbahnen und am Ende des Königskorridors mein Rufsymbol platzieren. Vielleicht wird es da eher aufgenommen als hier. Jo, Pferdchen kommen. Ein Pferdchen ist weg. Wow. Hier wird es jetzt langsam eng. So, zweites Pferdchen ist weg. Manchmal droppen sie auch interessante Sachen. Wie den Steinparma, den sie gar nicht tragen. Hau. Stirb bitte. So, ich kann es hier nochmal versuchen. Wobei ich hier auch nicht so wirklich dran glaube, dass mich hier noch einer beschwört. Für den Spiegelritter. Wenn man sich es aber so überlegt, hatte Vendrick verdammt viele Wächter. Die Drachenritter noch vor dem Kampf hier am Königskorridor, den Spiegelritter und dann noch Velstad. Aber sieht auch nicht danach aus, als ob wir hier beschworen werden. Schade. Wir können von hier aus aber mal den Königskorridor runterglotzen. Ob wir da irgendwas sehen, was darauf hindeutet, dass dahinter der Schrein von Amana ist. Naja gut, sagen wir so, dahinter sind Berge. Hinterm Königskorridor. Und hinter den Bergen könnte der Schrein sein. Wir müssen ja nämlich hier noch ein Stück weit durch den Tunnel durchlatschen, bevor wir im Schrein sind. Also könnte das Sinn machen, dass der Schrein von Amana dort hinten ist.
Naja. Dann mache ich mich jetzt langsam auf den Weg zurück zum Leuchtfeuer. Und dann, wie gesagt, bei Gelegenheit mache ich mal einfach eine Compilation, wie ich da versuche, an den Gegenstand zu kommen. Und mit dem Korb muss ich mir dann noch was überlegen. Zumal es auch nicht mehr viele Orte gibt, wo wir Korb machen können. So, also nach Majula. So. Rufsymbol verschwunden. Da gibt es von mir jetzt einen Cut. Also, bis dann.